Das Zitat war ja so ein bisschen der Ansatz, ich muss mal kurz ablegen, eine Position zu bekommen, und vielleicht kriegen wir die jetzt hin, das wäre mein intensiver Wunsch, von diesem, okay, wir haben einen politischen Diskurs und der schwingt auch immer mit hin zu diesem, über die Kunst war der Ansatz, jetzt zu gucken, okay, was ist noch, was versteckt sich noch hinter Modest Fashion, abgesehen von Identitätsprozessen, abgesehen davon, dass die Kunst vielleicht ein Versuch sein kann, bestimmte Dinge aufzubrechen. Dass es keine einfachen Antworten gibt, haben wir, glaube ich, jetzt alle schon festgestellt. Ich in meinem Leben stelle viele Fragen als Journalistin, und damit beschäftigt sich auch das dritte Panel, nämlich die Auswirkungen von Fast Fashion auf die Gesellschaft, ethische und Halal-Mode als Gegenpol. Wow, was steckt dahinter? Also, dass Konsumentinnen bewusster leben wollen und diesbezüglich viele Fragen stellen. Kann man einerseits auf Biomarken beziehen, regionale Produkte nur noch einkaufen, vielleicht sich vegan ernähren? Auch Fast-Fashion-Modehäuser haben sich dazu entschlossen, sogenannte Conscious-Linien auf den Markt zu bringen. Das Stichwort fairer Handel, Nachhaltigkeit und gerechte Mode ist aber auch ein Thema, das sich direkt auf Modest Fashion beziehen lässt. Wir hatten das vorhin im ersten Panel schon zum Thema Nike und faire Produktionen und wer produziert wie. Und darum soll es jetzt gehen, denn in diesem Bereich Modest Fashion gibt es auch unheimlich viele junge Musliminnen, die sich genau diesen Themen verschrieben haben, die dieses Thema in die Communities tragen und einen sogenannten, in Anführungszeichen, ethischen Konsum fordern und fördern. Jetzt ist die Frage, wo beginnt sogenannte faire Mode? Wo unterscheidet sich die sogenannte ethische Mode zu Halal-Mode? Was ist Halal-Mode überhaupt? Und wie bekommt man denn Zugang in einer Zeit, wo Fast-Fashion-Mode eigentlich das Ding ist? Darum geht es im nächsten Panel mit Aisha Kamara, Naomi Afia, Asma El Maroufi. Und sie werden genauer vorgestellt von Nabila Bushra, die kennt ihr schon. Sie ist eine der Mitkonzeptualisiererinnen dieser Veranstaltung. Aber so richtig vorgestellt wurde sie noch nicht, das mache ich jetzt. Sie studiert aktuell im Masterstudiengang Gender Studies in Bielefeld. An der Frankfurter Uni of Applied Science hat sie sich, als sie noch hier studiert hat, als Antirassismusreferentin engagiert und war in der Frauenkommission tätig und hat für ihr Engagement 2017 den Laura-Maria-Bassi-Preis bekommen. Viel Spaß beim Panel. Okay, also Hatice hat es ja schon ganz gut eingeleitet. Es geht um Fast Fashion, Nachhaltigkeit, faire Produkte, und mittlerweile ist es so, dass das Thema Nachhaltigkeit in dem Lebensmittelkonsum schon eher Zugang gefunden hat und in dem Modebereich immer noch ja so langsam Zugang bekommt. Und natürlich sich da auch die Frage auch stellt, okay, was ist denn überhaupt gerecht produzierte Mode? Und dann würde ich auch schon direkt einsteigen. Ich spreche heute mit Naomi Afia. Sie ist Designerin und hat Mode- und Textildesign in Wien studiert, parallel dazu einen Bachelor in Publizistik und Kommunikationswissenschaft absolviert. Aktuell studiert sie islamische Theologie. Ihre Erfahrung als afrodeutsche sichtbare Muslimin thematisiert sie in ihrer eigenen Kollektion mit den Titeln wie Our Bodies, Our Business oder Pieces of Identity. Für sie ist Mode durch und durch politisch. Herzlich willkommen, Naomi. Genau, auch begrüße ich ganz herzlich Asma. Sie ist Doktorandin im Fach Islamische Theologie und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Islamische Theologie in Münster. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem islamische Ethik, speziell Biomedizin und Umweltethik und Tierethik. Darüber hinaus hat sie gemeinsam mit ihrem Ehepartner Max Musa einen Blog namens Greenicum. Hier bloggt sie über Themen wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Tierschutz, Minimalismus und Spiritualität. Sie ist, so schreibt sie, auf der Reise zu einem bewussten und nachhaltigen Lebensstil mit dem Ziel, ein verantwortungsvolles Leben in Frieden mit sich und der Mitwelt zu leben. Herzlich willkommen, Asma. Applaus
Okay, und meine letzte Panel-Teilnehmerin ist Aisha. Aisha Kamara ist Kommunikationsberaterin. Sie berät öffentliche Institutionen, Vereine, Unternehmen in allen Fragen der integrierten Kommunikation. Internationalität und Migration gehören zu ihren inhaltlichen Schwerpunkten. Geboren ist sie in Kolumbien, aufgewachsen in Guinea, zu Hause in Frankfurt, schreibt sie. Und sie ist Mitorganisatorin des Borderless Global Fashion Market in Frankfurt gewesen, was vor ein paar Jahren hier stattgefunden hat und auch unterschiedliche Themen aufgegriffen hat, was ich später nochmal aufgreifen werde. Genau, also dann würde ich einfach hier anfangen bei Naomi. Naomi, also ganz kurz, du hast Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert, bist jetzt im Modebereich aktiv. So, was war deine Inspiration? Also wie kam es überhaupt dazu, dass du in dem Modebereich Fuß gefasst hast? Das hat tatsächlich miteinander zu tun. Ich habe im Rahmen von meinem Publizistikstudio ein Seminar belegt zu PR und musste eine Präsentation vorbereiten zu Krisen-PR. Und das war 2013, da war gerade sehr aktuell dieser Fabrikszusammensturz in Bangladesch und ich habe mir dann Primark ausgesucht als Unternehmen, um mir anzuschauen, wie die mit sowas umgehen. Und die Präsentation war schnell gemacht, auch hat gut funktioniert, die zu halten, aber die Bilder, die ich in der Recherche gesehen habe, sind mir wochenlang nicht aus dem Kopf gegangen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich für mich beschlossen, Fast Fashion kann ich nicht mit gutem Gewissen konsumieren und vor allem auch aus einer islamischen Perspektive heraus. Und so kam es, dass ich einfach angefangen habe, wieder vermehrt selber zu nähen. Und dann kam irgendwie ziemlich schnell positives Feedback von Freundinnen, von anderen Personen in meinem Umfeld, die sich dann auch irgendwie, man unterhält sich ja dann auch über die Sachen, die einen gerade beschäftigen, auch irgendwie auf der Suche waren nach Modest Fashion, die gerecht produziert wird. Und dann kam halt ganz schnell die Nachfrage so, ja, nehm mir doch auch mal was. Und ich war so, oh Gott, ich trage die Sachen, das sieht auch nach außen hin ganz gut aus, aber wie das innen verarbeitet ist, wollte niemand sehen. Und dann habe ich mich relativ spontan entschlossen, einen Kolleg zu absolvieren. Habe am Anfang irgendwie gedacht, ich kann das so neben dem Studium machen, dann war es aber eher andersrum, das war dann 2 Jahre Vollzeit. Aber genau, das habe ich letztes Jahr abgeschlossen und bin ganz happy damit. Also ja, so kam das. Also eine kurze Anmerkung, wir haben ja auch deutschsprachige Modedesignerinnen hier in der Ausstellung mit integriert und ihr werdet auch zwei Exponate von Naomi auch zu sehen bekommen, also ganz kurz. Okay, Fast Fashion. Die Frage stellt sich dann natürlich auch nach der Bedeutung, was ist denn überhaupt fair erlaubt oder wie wir das auch mittlerweile auch kennen, was ist denn überhaupt Halal, Asma? Halal. Das ist relativ schwierig. Also mittlerweile verwenden wir den Begriff Halal in jeglichem Kontext, gerade auch in Bezug auf Mode, Nahrung und dergleichen. Halal ist aber an sich ja, steht ja an sich für ein Konzept, erlaubt sein. Eine Sache kann niemals halal sein. Also wir können davon nicht eigentlich davon sprechen, das halale Kopftuch oder die halale Kleidung, sondern die Handlung kann halal sein. Das heißt, wie ich mich verhalte, ist entweder eine Handlung, die erlaubt ist oder nicht erlaubt. Und das kann man dann übertragen, wenn wir jetzt über Fair Fashion sprechen, inwiefern man dann, und das ist eine große Diskussion in der aktuellen Zeit auch, vor allem im englischen Raum, also in den Vereinigten Staaten auch, wie gehen wir mit den Begrifflichkeiten Fair Fashion und Halal-Konzepte um? Kann man das überhaupt zusammendenken? Und da würden die meisten Theologen ganz klar sagen, nein, es ist schwierig, das ist ein ethisches Konzept, also wenn wir über Fair Fashion sprechen, reden wir über ethische Konzepte, wo wir natürlich sagen können, es ist eine ethische Empfehlung, etwas zu tun. Aber Halal oder Haram sind normengebende Aspekte, die häufig auch subjektiv sind. Und dann die Begriffe Halal und Haram zu verwenden, ist äußerst schwierig. Was man viel eher tun kann, ist ethische Konzepte dahinter stärker hervorzuheben und zu sagen, aus einem islamischen Selbstverständnis oder aus meinem muslimischen Selbstverständnis viel eher, ist etwas erlaubt oder nicht erlaubt, ohne aber diese Begrifflichkeiten, die normativ und vor allem subjektiv behaftet sind, zu verwenden.
hier würde ich tatsächlich eine Frage an Aisha aufgreifen oder dir auch eine Frage stellen bezüglich Begrifflichkeiten, dass sie eben auch bestimmt ja, kodiert sind oder konnotiert sind, teilweise auch negativ, teilweise reproduziert man dadurch auch bestimmte Bilder. Welche Relevanz nehmen diese Begrifflichkeiten auch auf der kommunikativen Ebene ein? Also wenn wir beispielsweise von Halal-Mode sprechen. Also welche Bilder tauchen da auf dieser kommunikativen Ebene auf und was ist daran so schwierig oder kann schwierig sein? Zunächst mal muss man, glaube ich, unterscheiden, wer spricht und zu wem. Wenn ich das jetzt mal beobachte, den Modemarkt jetzt mal als Beispiel nehme und sozusagen, wie wird kokettiert mit bestimmten Zielgruppen, dann kann Halal natürlich durchaus ein Merkmal für Muslimen sein, was sozusagen erstmal ein Kaufkriterium bedeutet. Es kann wiederum für den Absender sozusagen ein Kapital sein, indem ich sage, okay, wenn ich den Begriff, also die Toblerone ist ja jetzt zum Beispiel seit kurzem Halal, das war sie wahrscheinlich schon immer, sie wird jetzt aber noch zusätzlich so benannt, aber es scheint ja auch so zu sein, dass das für die Zielgruppe auch funktioniert. Also es gibt natürlich, also es gibt nicht die muslimische Zielgruppe, die ist natürlich sehr, also da muss man natürlich sehr stark differenzieren, aber es scheint so zu sein, Marken machen Dinge nicht zufällig, gerade große Marken überlegen sich ganz genau, weil gleichzeitig eben auch dieses Merkmal oder dieses Label, was wir gerade gehört haben, was ja eigentlich gar kein Label ist, sondern erstmal nur, fast schon als Stempel oder so von Marken benutzt wird, dann aber auch wiederum bei anderen Zielgruppen als Provokation aufgenommen werden kann. Also das hat ganz, ganz viele verschiedene Ebenen, die ganz unterschiedlich eben wirken, je nachdem, an wen sie sich richten oder bei wem sie ankommen, wie das halt immer so ist bei Sprache und Kommunikation. Naomi, du bist ja direkt in dem Modebereich, sprich in der Praxis auch aktiv. Was ist da so als Modedesignerin so die Herausforderung, auch mit solchen Begrifflichkeiten zu arbeiten? Also dass du auch sagst, okay, du bist sichtbare Muslimin und hast eine bestimmte Idee oder ein bestimmtes Konzept, was du in deiner Kollektion erarbeitest. Erzähl doch mal darüber, also wie gehst du damit um, auch bestimmte Begriffe oder bestimmte Labels auch zu nutzen? Das ist eine sehr gute Frage. Hört ihr mich? Nee. Das ist eine gute Frage, weil irgendwie tue ich... Ich tue mir tatsächlich schwer mit diesen Labels auf der einen Seite, auf der anderen Seite musst du auch irgendwie rüberbringen können, was du eigentlich machst und was das was deine Arbeit unterscheidet vielleicht von anderen Sachen. Und ich tue mir einfach schwer trotzdem mit bestimmten Begriffen und habe das jetzt auch gemerkt im Vorfeld zu dieser Veranstaltung, in der Berichterstattung passieren immer wieder Zuschreibungen oder Fremdbezeichnungen, die würde ich gar nicht anwenden, aber es ist halt so. Und ich versuche immer wieder, wenn es dann um diese Labels geht, oder ich versuche das immer mitzukommunizieren, gerade Modest Fashion auch. Modesty ist auch wieder ein so subjektiver, also sowas Subjektives eigentlich. In meiner letzten Kollektion habe ich das eigentlich auch nochmal verstärkt aufgegriffen, weil das einfach ein Konzept ist, was eben nicht nur Muslime und Muslime kennen. Und selbst da ist es einfach unfassbar vielseitig. Man braucht sich nur die Ausstellung oben angucken. Genauso mit Halal erlaubt. Wobei ich mit diesem Halal-Begriff schon auch teilweise spiele, weil es mir einfach darum geht, so ein Umdenken in der muslimischen Community auch anzuregen, weil wir einfach doch dann bei Nahrungsmitteln vielleicht doch noch irgendwie drauf achten, aber beim restlichen Konsum leider kaum. Und da ging es mir schon darum, da habe ich den Begriff zum Beispiel bewusst verwendet, um einfach nochmal ein Augenmerk darauf zu legen, wie wichtig bewusster Konsum einfach ist. Ein Problem habe ich aber ich bin von einer Person, die mir, Noah So sagt vielleicht auch einigen Personen hier was, darauf aufmerksam gemacht worden in einem Gespräch, wieso fair eigentlich ein sehr problematischer Begriff ist, weil fair im Ursprung für hellhäutig steht. Und es hat Klick gemacht bei mir, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese ganzen Werbungen in ehemaligen Kolonien, Fair and Lovely, also Bleaching-Cremes,
helle Haut ist das Ideal und das ist nach wie vor aktuell. Und das fand ich super spannend. Also nachdem ich darauf gekommen bin, habe ich auch gedacht, krass, okay. Und sie beschreibt das super in einem ganz kurzen Blogbeitrag, wo sie dann sagt, sie hat ab dem Moment den Begriff auch nicht mehr verwendet, sondern benennt halt das, was sie benennen will. Und seitdem rede ich zum Beispiel von ethisch hergestellter Mode oder gerecht hergestellter Mode. Das ist auch noch so ein Aspekt. Und natürlich kommt ständig dieser Begriff her, weil das in aller Munde ist. Jeder weiß, was damit gemeint ist in diesem Kontext. Aber genau, das sind alles so Überlegungen, die ich mir schon stelle und wo ich halt schaue, wenn ich diese Begriffe verwende, dass ich das immer mit kommuniziere irgendwie. Also du hast ja eben gerade auch den Aspekt Bewusstsein angesprochen. Und da würde ich nochmal zu dir rüberkommen, Asma. Beispielsweise das Halal-Konzept ja auch nur auf das Essen teilweise reduziert wird, wenn es überhaupt auch thematisiert wird oder genutzt wird. Aber wie lässt sich das Halal-Konzept, vielleicht kannst du darauf noch mal so ein bisschen näher eingehen, wie lässt sich das Halal-Konzept überhaupt auf den Modebereich sich übertragen und was ist eigentlich auch die Differenz zwischen Fairtrade, ethisch, Halal, also so, ist es irgendwie ein Konzept, was irgendwie sprachlich unterschiedlich kommuniziert wird oder festgehalten wird oder sind das irgendwie Schnittstellen, die sich überschneiden, also dass du dazu noch mal was sagst. Wichtig ist, wie gesagt, wir haben schon die Vorrednerin kurz angemerkt, dass man, wenn wir über Halal sprechen, wirklich differenziert, was wir meinen. Also das ist die Problematik. Also wie gesagt, die Halal-Mode oder Halal-Nahrung oder dergleichen ist äußerst schwierig, weil es sich dabei eben, wie gesagt, um Sachen handelt. Und es schwierig ist, also, oder anders, mittlerweile werden diese Begriffe eben auch von der, gerade in der hiesigen Gesellschaft oder der deutschen Mehrheitsgesellschaft verwendet, wenn sie wirtschaftlich interessant sind, eben Toblerone oder viele weitere. Katjes macht das zum Beispiel, indem sie es suggeriert, also indem sie eine muslimische, also sichtbar muslimische mit Kopftuch tragende Frau präsentiert, um eben das Gefühl zu vermitteln, und dazu kannst du sicherlich noch mehr sagen, was hier Sprache macht und was hier Bilder auslösen, um das Gefühl zu vermitteln, ein Gefühl von Gemeinschaft, von Zugehörigkeit, und dadurch werden auch diese Begriffe Halal natürlich verwendet, um einfach ein Gefühl von, dafür stehe ich, also um zum Beispiel für das Sinnbild von Islam oder von muslimischer Mode und dergleichen. Also eigentlich geht es dann vielleicht mehr um eine muslimische Frau, die muslimische Mode macht oder Models Fashion, die sich anpasst an bestimmten muslimischen Beispiele, also muslimische Idealvorstellungen in der Gesellschaft oder dergleichen. Aber der Begriff ist trotzdem dann deplatziert oder wirkt deplatziert, zumindest Halal. Das heißt, wenn wir deswegen von Halal-Nahrung sprechen zum Beispiel, assoziieren alle kein Schweinefleisch oder mittlerweile eben ganz viele auch, dass man Biofleisch haben möchte oder dergleichen. Obgleich viele Theologinnen und Theologen ganz klar aufschreien würden und sagen würden, das hat nichts mit Halal zu tun oder nicht. Schweinefleisch zu essen oder nicht ist Halal oder nicht. Aber ob es ethisch oder fair ist, ist ein anderer Aspekt. Jetzt kann ich als Individuum herkommen und sagen, aus meinem muslimischen Selbstverständnis muss es eine Rolle spielen, ob meine Nahrung oder meine Kleidung unter ethisch guten Bedingungen hergestellt wurde oder nicht. Das heißt, ob Menschen ausgebeutet wurden, ob Kinder zugezogen wurden und dergleichen, das muss für mich eine Rolle spielen aus meinem muslimischen Selbstverständnis. Sonst würde das nicht zu meinem Bild von einem Muslim sein oder Muslima sein in diesem Kontext passen. Aber das bleibt immer eine subjektive Sache. Das heißt, wenn wir jetzt im Folgenden über fair oder eher, ich präferiere auch den Begriff ethisch gut sprechen, dann bleibt es trotzdem auch eine subjektive Wahrnehmung. Das heißt, was ich unter gut wahrnehme, würde Primark ganz klar als, oder der Vorstand von Primark ganz klar als deplatziert ansehen. Er würde dann ganz klar sagen, wo setzt du hier die Grenzen? Und da können wir wiederum mit Sprache, die absolut relativ zu betrachten ist. Und das ist die Schwierigkeit. Und das ist die Schwierigkeit vor allem aus einem muslimischen Selbstverständnis. Immer wieder werden Muslime gefragt, gerade in der Jetztzeit, was ist eben faire oder ethisch gute Kleidung im 21. Jahrhundert? Und die Frage bleibt offen, weil sie eben individuell gestellt werden muss und weil sie kontextabhängig gestellt werden muss. Das, was wir heute hier in dieser Gesellschaft berücksichtigen können, kann man in anderen Kontexten eben nicht. Ich hoffe, es ging in die richtige Richtung. Ja.
Naomi, magst du mir vielleicht erzählen, wie das jetzt bei dir in der Arbeit ist? Also kannst du vielleicht nochmal näher auf deine Kollektion eingehen, aber auch, woher du die Stoffe kaufst, wo die produziert werden, was die Herausforderung ist und was es auch bedeutet, als junge Modedesignerin sozusagen auch in dem Bereich Fuß zu fassen, weil eben dahinter auch so ein Konzept steht. Also kommst du da an deine Grenzen und wenn ja, was sind die Grenzen dann auch? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, bis jetzt, ich habe letztes Jahr halt das Collect gemacht, da habe ich die erste Kollektion gefertigt und jetzt die letzte im Januar. Und in der ersten Kollektion habe ich ungefähr die Hälfte der Stoffe von Produzenten gekauft, wo ich wusste, wie die produziert wurden. Ein Teil sogar in Österreich produziert. Das ist eine Leinweberei, die sehr transparent auch arbeitet. Und da kommt man dann, da kam ich schon an meine erste Grenze, das ist der Preis. Und das ist eine Sache, die mir jetzt natürlich auch, also ich bin noch im Gründungsprozess und ich habe diese Vision und ich will das auch so machen, aber da sind halt schon die ersten Grenzen, weil der eine Anzug, der oben steht, das sind, glaube ich, da habe ich 4-5 Meter von diesem Leinen verwendet und dieser Leinen ist von Fieberg aus Österreich und da kostet ein Meter 65 Euro. Und das ist nur der Stoff, ne? Die Arbeitszeit, der Zuschnitt und so, also das sind alles Aspekte, die noch dazukommen. Und das ist so die erste Grenze. Die haben mir dann Nachlass gegeben. Ich hatte denen mein Konzept geschickt. Die waren super lieb, aber kann ich ja auch nicht immer hoffen. In der zweiten Kollektion war das so, dass ich in der Türkei vor Ort von Produzenten gekauft habe. Aber es ist dann auch, also es fängt dann schon an mit der Abnahmemenge und so. Ne? Wenn ich jetzt nicht eine fette Firma bin, und das bin ich nicht, noch nicht, dann ist es natürlich schwierig, wenn du so im kleinen Rahmen irgendwie arbeitest und trotzdem aber darauf achten möchtest, gerade auch mit diesen Siegeln und so. Diese Siegel, also ich weiß nicht mehr, ob ich die dann haben möchte, weil das oft auch nur Augenwischerei ist irgendwie. Aber das sind so Aspekte, die auf jeden Fall relevant gerade sind. Dann auch nochmal der Aspekt, dass die Kundinnen verstehen, was da für Arbeit hintersteckt und dass es eben andere Preise sind. Ich habe ganz oft, höre ich das Argument, ja, aber das ist dann so teuer. Und ich frage mich immer, okay, was ist teuer, was ist billig? Alles andere, also es kann nicht sein, dass ich ein Shirt für 3 Euro kaufen kann. Und wir müssen irgendwie wegkommen von diesem Maßstab, ja. Weil für dich ist es dann gerade billig, aber das ist auf Kosten von Menschenleben und auf Kosten von Kindern und so, die da arbeiten. Das sind so Punkte, die auf jeden Fall relevant sind. Und in der letzten Produktion habe ich viel auch mit Stoffen gearbeitet, die ich einfach schon hatte oder geschenkt bekommen habe. Also ich versuche dann auch teilweise zu upcyclen und schaue halt, dass ich das irgendwie zusammenschuster, dass das passt. Aisha, wir hatten eben gerade auch schon den Aspekt Sprache angesprochen. Also wie stehst du dazu, dass jetzt in bestimmten Diskursen oder jetzt auch in dem Modebereich Begrifflichkeiten Zugang erhalten? Würdest du sagen, okay, das ist eher dann ja ein Hype oder auch aus wirtschaftlichen Gründen, dass es eben auch ja darum eben auch geht? Oder sagst du auch, okay, das sind Begriffe, die gar nicht hinterfragt werden und einfach genutzt werden? Und was ist so die Schwierigkeit auch daran, wenn ich jetzt ankomme und sage, das ist jetzt eine Halal-Produktion oder das ist jetzt ein Halal-Kleid? Also so welche Bilder werden dadurch aufgerufen? Ja, also ich glaube, da muss ich wieder sagen, dass das einmal eben die Ebene ist, was möchte die Designerin damit bezwecken, erreichen und eben, wie wirkt das, wie soll das auf eine Konsumentin wirken? Also ich meine, es ist ganz klar, auch das Konzept Ethical Fashion oder die Tatsache, dass sozusagen die breite Gesellschaft, ich spreche jetzt nicht von der Branche an sich, sondern sozusagen wir als Konsumentinnen, wir haben ja diesen Begriff Ethical Fashion, Bio und diese ganzen Labels eben erst so groß gemacht. Das ist ja nicht so, dass eben eine Selbstreflexion der Marken und ein großes Umdenken stattgefunden haben, oh, wir wollen das jetzt alles ändern und wir wollen das gut machen, sondern ich kann jetzt als Konsumentin sozusagen mir ein gutes Gewissen kaufen, aber trotzdem ja nichts, es ändert sich ja trotzdem nichts. Also wenn man überlegt, es gibt irgendwie 1 Million Labels und jetzt erst bei Jäger und Sammler, glaube ich, habe ich einen Bericht gesehen, dass sozusagen H&M eine große Recycling-Kampagne, eine Recycling-Offensive fährt und dann werden eben 0,5% dieser Klamotten tatsächlich in einen Recyclingsprozess gebracht. Also das heißt,
es wird mir ganz viel suggeriert, was gar nicht passiert. Es macht es natürlich für eine Designerin wie Naomi noch schwieriger, weil ich kann mir ja mein Bio-T-Shirt oder mein vermeintlich produziertes T-Shirt ja ganz günstig bekommen, dann verstehe ich ja erst recht nicht, warum das jetzt eben so teuer ist. Ja, also so viel nochmal dazu, dass es diese Labels ja im Prinzip nicht aus irgendeiner politischen Haltung entstehen, sondern eigentlich rein nur als Antwort auf das Dilemma, wir wollen weiterhin irgendwie Schrott produzieren und weiterhin auch diesen Schrott verkaufen. Aber ich glaube, ich habe deine Frage gar nicht beantwortet. Nee, alles gut. Erstmal, ich habe nochmal eine konkrete Frage zu dir. Und zwar, wie ist das oder wie stehst du denn dazu, wenn jetzt auch mit solchen Labels in dem Modebereich auch gearbeitet wird? Also würdest du sagen, dass es dann auch mit Verantwortung einhergeht, wenn eine Modedesignerin sich dafür entscheidet, so ein Label zu nutzen, zu sagen, okay, das ist Halal-Mode oder das ist ethisch gerechte produzierte Mode. Welche Bedingungen müssen da auch erfüllt werden, um überhaupt bestimmte Labels zu übernehmen? Die Problematik bei dem Begriff Halal-Mode besteht darin, dass man diesen Begriff häufig auch in anderen Szenen findet, wo der Begriff dazu dient, muslimischen Frauen darüber zu bestimmen, wie muslimische Frauen sich korrekt zu kleiden haben. Das heißt, Halal-Mode wäre dann halal, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Wie lang das, wie breit das Kopftuch ist, wie viel von dem Arm sichtbar ist und dergleichen. Deswegen er äußerst problematisch ist, weil er dann theologisch geladen ist und behauptet, oder man assoziiert dann mit der Halal-Mode quasi das, was islamisch korrekt ist. Was aber gar nicht möglich ist, weil, wie wir festgestellt haben, Halal immer ein subjektiver Begriff in irgendeiner Ebene bleibt, weil jemand etwas interpretiert oder auslegt, Quellen auslegt. Das heißt, das ist die Herausforderung, diesen Begriff zu benutzen, ohne all die muslimischen Frauen zu, oder ohne muslimische Frauen vorzuschreiben, wie die richtige Kleidung ist. Das heißt, wenn ich diese Kleidung nicht trage, also bedeutet das, dass alles andere haram ist? Auch aus einer philosophischen Perspektive wäre diese Frage anzugehen. Ist dann alles andere, was nicht diese Mode ist, haram? Und dann haben wir ein Problem. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass dieser Begriff manchmal äußerst schwierig ist, gerade im Kontext von Mode und gerade in Bezug für uns muslimische Frauen und nochmal für muslimische Frauen, die dann vielleicht sich entschieden haben, Kopftuch zu tragen oder eben kein Kopftuch zu tragen oder sich anders zu bedecken oder nicht zu bedecken oder wie auch immer. Und gerade im Kontext von Modest Fashion ist das äußerst problematisch. Das zum einen. Wenn wir aber natürlich über ethische muslimische oder Modest Fashion oder was auch immer sprechen, dann haben wir eine andere Ebene. Dann kann man konkreter werden und sagen, wo setze ich die Rahmenbedingungen? Das ist natürlich äußerst schwierig, gerade für jemanden wie Naomi, ganz klar, weil eben mittlerweile H&M und Co. alle sprechen von conscious, von bewusster, nachhaltiger Mode und jeder setzt seine Kriterien anders. Aber ich denke dennoch, dass diese Mode langfristig definitiv Zugang finden wird, weil eben aus diesem muslimischen Selbstverständnis heraus immer mehr Muslime sich die Frage auseinandersetzen, wie kann ich bestimmte Dinge mit meinem muslimischen Selbstverständnis auslegen? Also wie kann ich zum Beispiel eben muslimische Frauen oder nicht muslimische Frauen, People of Color vor allem, die darunter leiden, ausbeuten, bewusst mit meiner Wahl bestimmte Kleidung zu tragen, um Geld zu sparen und das gleichzeitig aber mit dem Aspekt der Gerechtigkeit, der ein wichtiger Aspekt im Islam ist und im Koran sehr, sehr stark betont wird, zusammenbringen. Und das, da merkt man immer, kommt man zu einem Struggle, weswegen wir immer mehr vor allem in der muslimischen Community mehr und mehr Gehör finden für diese Themen. Naomi, deine Kollektion, die greifen ja primär auch so das Thema auf Nachhaltigkeit, ethische Mode. Aber welche Themen werden denn weiterhin kritisch auch aufgegriffen oder auch ausgehandelt, die du da thematisierst? Das war jetzt sehr unterschiedlich. Die erste Kollektion hatte den Titel Pieces of Identity. Da bin ich ganz stark von den Erfahrungen, die ich im Alltag mache, vor allem auch im Collect gemacht habe, also diese 2 Jahre in diesem Bildungsweg waren auch ein Wahnsinn. Und da bin ich eigentlich ganz von meinen Erfahrungen ausgegangen und habe als Inspiration noch Gedichte von Women of Color und schwarzen Frauen genommen und mir überlegt, okay, was sind die Kleidungsstücke, die ich mir eigentlich wünsche, die ich jetzt so im Laden, wenn es irgendwie Slow Fashion Modest gäbe in Wien, was würde ich gerne kaufen wollen und habe einfach drauf los entworfen. Und
dann deswegen dieses Pieces of Identity mit Zeichen gearbeitet. Ich habe gebartigt, eigentlich in jedem Outfit. Symbole, die in Ghana, also Adinkra-Symbole, die ursprünglich aus Ghana kommen, jetzt aber sehr in Westafrika eigentlich generell verbreitet sind und für mich eine sehr hohe Bedeutung haben. Und habe mir dann überlegt, okay, wie so eine Art Talisman, welches Outfit trage ich in welcher Situation und zum Beispiel der Anzug oben, da ist nicht der Anzug gebartigt, aber das T-Shirt dazu. Ich habe mir überlegt, okay, ich habe jetzt einen harten Büroalltag oder gerade irgendwie eine Besprechung oder keine Ahnung. Was sind Emotionen, die ich da bräuchte? Widerstandsfähigkeit, Mut, Entschlossenheit. Und habe diese Zeichen so ausgewählt und dann auf die Stoffe gebracht. Das heißt, da ging es viel um solche Dinge. In der zweiten Kollektion, da hatte ich mehr freie Hand, weil das außerhalb des Schulrahmens war, habe ich angelehnt oder durch ausgelöst an die mal wieder herrschende Kopftuchdebatte im letzten Jahr in Wien oder in Österreich generell, einfach dieses Konzept zu Our Bodies, Our Business geschrieben, habe mir überlegt, okay, es kann nicht, also das, ich verstehe es bis heute nicht, das ist echt, das wurde vorhin auch schon gesagt, ja, es, im Grunde alle Personen, die sich dazu äußern, theoretisch verlangen, dass Frauen einfach entscheiden, was sie tragen und was nicht. Und da geht es auch nicht immer nur um Frauenkörper, auch um andere Körper. Und mir war einfach wichtig, okay, ich will einen Workshop oder irgendwie einen Austausch haben mit Menschen, die betroffen sind von diesen Debatten und eben nicht nur Muslimen und Muslime. Und einfach mal einen Space schaffen und gucken, was dabei rauskommt. Und wir überlegen uns zusammen, was ist die Mode, die wir uns wünschen, was sind die Bilder, die wir sehen wollen. Das war ein safer Space, also nicht weiße Personen. Und das war super spannend, das war ein total spannender Austausch. Und ausgehend von diesem Austausch habe ich dann die Kollektion eigentlich designt. Und dann auch von jeder Person, und da habe ich jetzt Fotos. Weil mir immer sehr wichtig ist, dass die Person, die die Kleidung dann trägt, auch sich identifizieren kann mit der Kollektion, mit Statements gearbeitet. Ah ja, genau. Ja, das war mein kleines Statement. Seht ihr das hinten? Hab dann, das waren jetzt 10 Outfits in dem Fall. Und bei der Präsentation, die war dann auch performativ. Jede von den Personen hat ihr Statement einmal vorgetragen, weil es mir einfach wichtig war, dass deutlich wird, wie unterschiedlich wir alle sind und trotzdem haben wir alle, können wir alle mit diesem Our Bodies, Our Business was anfangen, weil es uns alle betrifft im Endeffekt. Oder auch einfach zu Mode. Wir haben auch darüber gesprochen, wie, was sind Alternativen, wenn wir jetzt nicht Fast Fashion kaufen wollen, dann halt nach Secondhand oder Tauschpartys oder verschiedene andere Alternativen, die es gibt. Zwei Personen waren auch nicht binär, auch das war mir irgendwie wichtig, dass das auch immer wieder Körper und Zuschreibungen sind, die sind genauso betroffen, die kriegen genauso Reaktionen im Alltag ab, wo mir wichtig war, das aufzuzeigen. Und das war zum Beispiel ein Aspekt, da kam auch einiges aus der muslimischen Community, aber das war mir schon bewusst und es war halt in der Kollektion einfach meine Intention. Okay, ich gehe das jetzt im Schnelldurchlauf durch. Auch das zum Beispiel, wieso ist da jetzt ein Kleid, das keine Ärmel hat oder so? Da ging es mir einfach wieder um diesen Aspekt, dass Modesty halt unterschiedliche Konzepte beinhaltet. Und die Personen wussten vorher, die kannten die Outfits nicht bis zum Shooting. Und alle meinten danach, sie möchten das gerne einfach anbehalten, weil es so gut zu ihnen gepasst hat. Das war total schön. Ja, das war's schon. Okay, eine ganz kurze Frage, Naomi, auch so im Anschluss. Also die Zielgruppe, da würde ich nochmal eingehen, so was ist so deine Zielgruppe, wer kauft auch bei dir ein und wie sehen da auch die Preise aus? Also ist es da schwierig auch mit, also da auch bei Fast Fashion irgendwie mithalten zu können auf Dauer oder ist es okay? Das sind zwei sehr spannende Fragen, weil die Zielgruppe, genau vor einem Jahr im Collect dachte ich so, okay, meine Zielgruppe sind Frauen wie ich, junge muslimische Frauen, die nachhaltig konsumieren wollen. Und dann merke ich heute, die Personen, die bei mir kaufen, sind kaum Muslime, sondern irgendwie Leute, die schon länger bewusst konsumieren. Und es freut mich aber gerade total, weil es super spannend ist. Das kann man ja alles vorher nicht einschätzen.
Und da einfach echt ein wichtiger Punkt ist, wie weit das Bewusstsein einfach ist für Konsum und Mode und auch das Verständnis dafür, wie viel Arbeit da drin steckt. Momentan, ich habe ja noch nicht gegründet und bin noch so in dem Prozess und produziere auch noch nicht irgendwie auf Stange oder so. Von daher habe ich mit der Preisgestaltung, bin ich da noch immer am Rumrechnen eigentlich, gerade im Kalkulationsteil des Gründungsworkshops. Kann ich nur nicht wirklich sagen, weil das einfach auch echt immer wieder auf das Outfit aufkommt, auf den Stoff. Weil so ein ärmelloses Kleid ist natürlich weniger Aufwand und weniger Material als jetzt ein Jumper oder so ein Zweiteiler. Woran liegt das wohl, dass wir immer noch sehr, sehr wenige Modedesignerinnen oder Designer haben, die auch bewusst mit solchen Konzepten arbeiten und vor allem in der muslimischen Community es eben sehr, sehr langsam auch Zugang findet? Woran liegt das? Ich denke, es sind verschiedene Faktoren. Also ich meine, in der Mehrheitsgesellschaft, in der hiesigen, ist das ja schon eine sehr wachsende, in den letzten Jahren sehr langsam wachsende und mittlerweile aber immer schneller wachsende Nische. Also wir haben immer noch erst einen Marktanteil von ca. 3%, wenn es um nachhaltige Mode quasi geht. Also immer noch tatsächlich eine Nische. Das heißt, es ist nicht nur ein konkret muslimisches Problem. Aber wenn wir dann nochmal in die muslimische Community schauen, würde ich schon ganz klar sagen, es hat damit oder spielt eine so große Rolle, dass wir Muslime in Deutschland und immer noch andere Diskurse führen müssen. Das heißt, wenn wir schauen zum Beispiel gerade in England oder in Großbritannien, wo man bestimmte Diskurse schon in großen Teilen schon diskutiert hat und abgeschlossen hat, die gerade zwar immer wieder neu auftauchen, aber immerhin etwas weiter ist in bestimmten Diskursen, scheint das Thema viel schneller und größer zu sein als hier in Deutschland. In Deutschland diskutieren wir noch darüber, ob Muslime eine Seinsberechtigung haben. Das heißt, viele Muslime fühlen sich mit anderen Problemen eher oder fühlen sich für andere Probleme eher verantwortlich, als sich mit diesen Themen, die ebenso wichtig sind, aber leider eben dennoch im Kontext von der Seinsberechtigung eine kleinere Rolle zu spielen scheinen. Ich glaube, das ist ein großer Aspekt, weshalb es da noch ein bisschen an der Entfaltung für viele muslimische Frauen leidet. Das merkt man ja auch in der Vorbereitung auf diese Veranstaltung heute. Das heißt, die Zuschreibung, die man gerade als muslimische Designerin erlebt, das ist so ein großer Kampf. Also man muss nicht nur gegen große Ketten ankämpfen, sondern muss ständig sich behaupten und erklären und wird immer wieder abgegrenzt von der anderen Masse und so weiter und so fort. Und ich glaube, das macht es so schwierig und macht es weniger attraktiv für viele, sich hineinzustürzen. Wenngleich ich natürlich positiv abschließen möchte, wir sehen eben Frauen wie Naomi und viele weitere gewichtige Frauen, Almara Scarves, also die mittlerweile tolle Sachen produziert und viel, also ohne jetzt die Namen nennen zu wollen, die immer bewusster in diesen Kontexten arbeiten wollen. Und es zeugt davon, dass wir mittlerweile, dass das Thema angekommen ist bei uns in muslimischen Frauen vor allem. Eine letzte Frage an Aisha und dann übergebe ich auch. In diesem Kontext, was ist jetzt genau auch so das Verhältnis oder die Wirkung auch von Sprache? Was ist so das Verhältnis von Mode und Kommunikation und Sprache? Weil eben Sprache auch bestimmte Realitäten auch herstellt, schafft, fehlt es einfach in der Kommunikation, dass wir zu wenig darüber sprechen, dass wir Sprache falsch anwenden, dass wir falsche Begriffe nutzen oder wo hadert es auch in dem Alltag einfach, in dem sprachlichen Gebrauch, in dem sprachlichen Austausch? Hadert in Bezug auf, dass Modest Fashion, Halal Fashion nicht so sichtbar ist oder nicht so... Also, dass wenn es auch thematisiert wird, warum aber das Bewusstsein immer noch nicht da ist. Dass es vielleicht sprachlich zwar Zugang gefunden hat, aber in der Umsetzung noch nicht in den Maßen ausgearbeitet wird. Ja, also ich glaube, ich kann mich nur meiner Vorrednerin anschließen. Ich glaube, die Gründe sind ähnlich. Also ich sehe eben einfach, dass dieser Markt noch in einer ganz großen Verteidigungshaltung ist und einfach auch noch darüber spricht, was ist das jetzt überhaupt? Darf man das? Will ich das in der Mehrheitsgesellschaft, dass es das gibt? Und nicht, wo ist denn da der Knopf her? Wie ist das überhaupt produziert? Aus welchem Material ist das? Also in dieser Diskussion ist diese ganze Welt noch gar nicht angekommen. Und ich glaube, solange das noch nicht so ist und glaube ich auch die Lobby untereinander zwischen den Designerinnen noch nicht so funktioniert, weil auch diese immer wieder damit beschäftigt sind, entweder Anfragen abzuhalten,
abzulehnen, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben. Aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich so der nächste Schritt, in dem man sich erstmal auch wahrscheinlich untereinander zusammenschließen muss, in Safer Spaces vielleicht auch nochmal, was diesen Modebereich untereinander angeht, zusammen. Das haben wir ja mit unserer Plattform vor 4 Jahren irgendwie schon so versucht. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, wenn man sozusagen abseits von diesem ganzen, was wollt ihr überhaupt hier, miteinander sprechen kann und über das Business tatsächlich reden kann, weil ich meine, es ist nichts anderes als ein Business und in dem müssen wir uns sozusagen weiterentwickeln, in dem müssen wir auf Zielgruppen reagieren, auf Wünsche reagieren und ich glaube, das wird wahrscheinlich automatisch passieren, aber es ist halt immer noch, es bleibt ein marginales Thema insgesamt in der Modewelt. Das Thema Fairness, Ethical ist sowieso noch wirklich nicht, also auch wenn es so vorkommt, als ob das irgendwie ganz groß wäre, es ist immer noch ein super privilegiertes Thema, was noch gar nicht so angekommen ist. Und sowohl im Konzept Ethical als im Halal- oder Modest-Konzept ist es noch ein weiter Weg. Ja, Hatija, jetzt bist du dran. Dankeschön. Ich stehe immer falsch. Ja, ich finde, wir sind dem Wunsch von hier vorne und einigen anderen sehr, sehr nahe gekommen. Nämlich, du hast es wunderbar im Abschluss jetzt gesagt. Es muss erst mal ankommen. Man muss erst mal wissen, worüber wir reden, damit wir dann vertieft reden können. Ich hoffe, ihr habt vertiefende Fragen oder Statements. Oh, da passiert was. 1, 2, 3. Ja, Sie haben es ja im Prinzip schon in mehreren Beiträgen gesagt gehabt. Der Begriff Halal ist vielleicht nicht so ganz glücklich. Und deswegen meine Frage, ist es denn eigentlich sinnvoll, den Begriff Halal in dem Zusammenhang zu nehmen? Denn letztendlich arbeiten wir ja in der Modebranche, wenn wir Fair-Fashion machen oder eben Ethnic-Kleidung oder wie es bei der Wanderausstellung über Fast-Fashion als Gegensatz war, Slow-Fashion, eigentlich alle an einem Strang, ja. Und dann wäre es eigentlich fast kontraproduktiv, da jetzt wieder so eine andere Begrifflichkeit reinzunehmen, die letztendlich doch, wenn ich das richtig verstehe, das Gleiche meint. Nämlich fair und biologisch produzierte Kleidung. Okay, danke. Hallo, Sera ist mein Name. Ich habe jetzt ein kleines Gedankenexperiment, also nur so ein ganz kurzes und möchte gerne eine Frage dazu stellen. Wenn Sie jetzt eine voll verschleierte, also in schwarzem Stoff voll verschleierte Frau sehen, die sogar ihr Gesicht und ihre Hände verdeckt, findet ihr das modisch? Wenn ja und wenn nein, warum? Okay, eine ganz andere Frage und hier war Nummer 3, genau. Ich habe mich bis gestern mit dem Thema Modest Fashion überhaupt nicht beschäftigt und kannte den Begriff auch gar nicht. Also ich bin völlig neu in diesem Thema und habe extrem viel gelernt erstmal in diesem Forum. Vielen Dank dafür. Zum anderen, meine Frage geht dahin, ich habe mir die Ausstellung gestern auch mit Freundinnen zusammen angeschaut. Wir waren völlig überrascht, was wir da gesehen haben, weil wir tatsächlich auch mit Muslim-Fashion eher das Kopftuch oder die Verschleierung oder den Turban in Verbindung gebracht haben. Das haben wir jetzt gestern gelernt, dass das gar nicht unbedingt so sein muss oder nicht so nicht immer dieses Kopftuch ist. Die Frage geht dahin, ich habe gestern dann eigentlich aus der Ausstellung gelernt, dass körperbedeckend das ist, was gewünscht ist oder gewollt ist, obwohl es oben auch 2 Kleidungsstücke gibt, die einen Ausschnitt haben. Jetzt habe ich hier eben gerade Bilder auch gesehen mit ärmellos und bin nochmal überrascht und frage mich letztendlich, was ist der Unterschied zwischen Modest Fashion und normaler Mode? Warum ist das so ähnlich wie die erste Rednerin? Eigentlich ist das doch alles das Gleiche. Jeder kann sich doch aussuchen, ob ich eine lange, weite Hose trage, ein langes, weites Kleid trage, also ohne Ausschnitt dann auch. Es gibt ja alles dieses und das gibt es auch in fair und nicht fair. Warum wird noch unterschieden zwischen Modest und nicht Modest Fashion? Das ist sehr gut, dass Sie die Frage stellen. Waren Sie gestern da? Ja, ich war gestern. Sie waren gestern da. Da gab es ja nochmal diesen Aspekt, den Miriam auch angesprochen hat. Vielleicht könnt ihr das verbinden. Wer möchte? Achso, ihr habt ja selber Mikros. Dann vielleicht zuerst zu dem Begriff Halal, ganz kurz. Ich glaube, die Fragen zu der Mode speziell, kannst du was dazu sagen? In der Tat, also das ist eine Frage, die berechtigt ist, und zwar, wofür verwenden wir die Begriffe Halal? Es kommt eben ganz darauf an. Also wenn Halal verwendet wird, und der Begriff wird häufig verwendet, um einfach nur zu
zeigen, wer, und das hast du vorhin erwähnt, wer zu wem spricht. Und da ist diese Brücke, die hergestellt werden möchte. Eine muslimische Frau, die vielleicht speziell zu muslimischen Frauen sprechen möchte, weswegen sie mit der Halal eine Kennzeichnung, mit dem Begriff Halal eine Kennzeichnung vornimmt. Natürlich ist das Ziel trotzdem das Gleiche, aber es ist wie Begriffen. Der Begriff Koscher zum Beispiel in der jüdischen in den jüdischen Kontexten wird häufig auch mittlerweile verwendet, um in Kontexten von Mode. Einfach nur, obwohl er total unpassend in vielen Kontexten ist, um zu zeigen, wer spricht da zu wem. Und eine jüdische Frau spricht zu jüdischen Frauen aus ihrer Community. Und ich glaube, das ist hier der Begriff, warum er verwendet wird, vor allem in der Szene oder in der Modest-Fashion-Szene ganz häufig. Und dann kann man natürlich im nächsten Schritt darüber diskutieren, inwiefern er richtig platziert ist oder inwiefern man vielleicht nicht einen anderen Begriff verwenden muss. Das ist ein Begriff, das ist eine Antwort, die man hier nicht geben kann, glaube ich, weil sie einfach offen bleiben muss, weil hier jeder für sich eine Antwort finden kann. Ich selbst, aus meiner persönlichen Meinung, würde ganz klar sagen, es ist ein problematischer Begriff und man sollte daher etwas vorsichtiger damit umgehen, wenngleich Halal aber auch Verwendung findet, um zu beschreiben, um noch mal konkret nicht nur diese Ebene zu beschreiben, sondern auch die Handlung an sich. Das heißt, dass es eben ethisch besser, muslimisch ethisch besser wäre, wenn man zu einer nachhaltigeren Mode greift. Das heißt, hier um noch mal an das Gewissen zu appellieren. Das ist noch mal eine andere Ebene. Und deswegen wäre die allgemeine Weg vielleicht unzureichend. Genau, das war jetzt die Antwort, danke, auf die erste Frage. Die zweite nehmen wir dazu, aber die beiden waren ja ähnlich miteinander. Also nochmal eine Antwort auf dieses, ist nicht alles gleich, warum jetzt Modest? Ja, ich habe schon gewisse Kriterien, die ich an die Kleidung, die ich dann entwerfe und auch fertige, habe, auch bei diesem ärmellosen Kleid. Aber ich habe, wie gesagt, bewusst verschiedene, ich sehe diesen Modest-Begriff einfach nicht nur in Bezug auf ein vielleicht mehrheitlich muslimisches Verständnis, sondern einfach generell. Ich hatte auch vor 2 Jahren mit jüdischen Frauen zu tun, die mich angesprochen haben auf meine Kleidung und meinten, okay, die Sachen würde ich auch kaufen. Und dementsprechend habe ich mir einfach überlegt, okay, ich kenne auch Musliminnen, die dieses Ärmellose, für die ist das Modest und für die erfüllt das halt bestimmte Kriterien, die sie sich wünschen. Und was in meinen Kollektionen auch immer wieder der Fall ist, dieses ärmellose Kleid ziehe zum Beispiel ich auch an, mit halt einer von diesen Jacken drüber. Also die Sachen sind auch immer kombinierbar miteinander. Von daher ist es für mich in einem Gesamtkonzept nach wie vor Modest Fashion. Aber wie gesagt, ich tue mir mit diesen Begriffen auch schwer. Das mit Halal habe ich tatsächlich in Bezug vor allem auf eine muslimische Zielgruppe verwendet. Ich bin auch noch nie so rausgegangen damit, aber meine Diplomarbeit habe ich halt dazu geschrieben, weil ich mir gedacht habe, dieses Halal-Konzept, was eben in Größen, also dann ohne jetzt zu schauen, wie der Begriff eigentlich verwendet werden sollte, vielleicht besser, dieses Halal-Konzept wird dann immer nur in einem gewissen Kreis gedacht und mir ging es einfach darum, das mal zu erweitern auf den Konsum halt allgemein und vor allem auf Modekonsum, weil Kleidung, gerade wenn wir von Hijab-Mode oder so sprechen, das ist was Spirituelles auch und das, was vorhin schön im Video eigentlich gesagt wurde, dieser spirituelle Aspekt, das funktioniert für mich nicht, wenn die Kleidung dann von, ja, unter ausbeuterischen Bedingungen hergestellt ist, dann kann ich damit nicht meine rituellen Handlungen oder so vollziehen. Also das passt, funktioniert für mich nicht. Und deswegen arbeite ich dann doch auch mit diesen Begriffen. Aber ja, wie ich das dann bald wirklich mache, bin ich auch noch am Probieren. Sehr gut. Und jetzt noch die Frage, Stichwort, ist Vollverschleierung, kann das modisch sein? Und ist das eine individuelle Frage oder kann man die unter Modest Fashion greifen? Ich glaube, ich bin die falsche Person, die man fragen sollte, was modisch ist oder was nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, mit Accessoires und so, oder? Wie hieß nochmal der Titel deiner My Body, My Business, oder? Also ich glaube, also es war ja, die Frage war ja, ob wir oder ob ich jetzt persönlich interpretieren möchte, ob etwas modisch ist oder nicht. Und ich glaube definitiv, nein, ich möchte das nicht interpretieren, heißt aber noch lange nicht, dass das nicht modisch, also für die Person entscheidet im Prinzip. Und ich weiß jetzt nicht, also ich gehe immer raus und halte mich für modisch, ist jetzt egal, was mein Umfeld dazu sagt. Und das muss dann die Person, die dann so
sich so kleidet, dann auch entscheiden und natürlich auch dementsprechend entscheiden, welche Grenzen sie damit setzen möchte oder eben nicht. Und vielleicht geht sie auch nur montags voll verschleiert raus und dienstags nicht. Es ist ja vielleicht irgendwie eine Sache, die jeder für sich individuell entscheiden möchte. Also, und vielleicht auch nochmal auf die Frage, nicht nur Begrifflichkeiten, Halal oder wie wir es jetzt nennen, sondern vielleicht auch so ein bisschen ausgeweitet, ohne dass ich jetzt hier politisieren möchte, braucht es dann überhaupt Mode für eine muslimische Zielgruppe, ja oder nein? Und ich würde sagen, die braucht es schon, allein aufgrund der Tatsache, dass eben in der Modebranche, Modewelt ja Jahrzehnte, Jahrhunderte lang Frauen und Mädchen, die nicht weiß sind, und nicht Muslimen sind, gar nicht mitgedacht wurden. Also allein aufgrund dieser Tatsache finde ich, dass man diesen Raum dann auch schaffen sollte. Ja. Einen Herrn habe ich schon in meiner internen Redeliste aufgenommen. Noch weitere Meldungen? 1, 2, 3. So, ich bin Kemal Çalık, ich bin Herausgeber des globalen Wirtschaftsmagazins Halal Welt. Wir reden ja gerade über Halal. Ich will ein paar kleine Anmerkungen machen. Also auch zum Begriff Halal. Also Halal ist in bestimmten Bereichen schon mittlerweile standardisiert. Das heißt, im Bereich Lebensmittel wurde angesprochen. Da gibt es globale, auch ganz gute Standards aus Malaysia, aus Indonesien, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dann der weitere Bereich Islamic Banking, gibt es auch globale Standards. Es gibt auch so einen Bereich, was auch ein bisschen auch die Mode betrifft, Halal-Kosmetik, gibt es auch mittlerweile Standards. Was gibt es noch? Halal-Tourismus und Halal-Pharma. Ja, auch da gibt es mittlerweile auch Standards. Wir haben derzeit keinen globalen Standard weltweit, den wird es auch wahrscheinlich auch nicht geben, ja. Weil auch Halal ist auch ein Begriff hier, was auch sich je nachdem, wie man, in welchem Land man sich befindet, gibt es dann andere auch Ansichten, ja, also Kulturen. Das ist dann kulturell bedingt, ja, aber es ist nicht so, dass es keine Standards gibt, also wollte ich sagen. Also wir haben 3, 4 Standards weltweit, die auch recht gut sind. Halal-Mode habe ich bisher auch wenn ich ab und an halt über, ich schreibe weitestgehend über Kosmetik, den Begriff Halal-Mode kenne ich auch nicht. Ja. Und das hat auch teilweise auch damit zu tun, weil auch das Thema Modest Fashion ist ja relativ neu. Ja. Also auch die Standards für den Lebensmittelbereich, die gibt es seit etwa 30, 40 Jahren. Ja. Und erst jetzt, also so ein Land für Halal ist, ganz wichtiges Land ist Indonesien oder Malaysia, ja. In Europa gibt es relativ wenige Länder dafür. Die Regierung der Länder, die bestimmt den Standard. Also in Malaysia ist es Regierungssache, in Indonesien ist es auch Regierungssache und die sind auch nicht freiwillig. Ja? Okay. Wenn ein deutsches Unternehmen nach Malaysia irgendwas importieren will, dann muss er sich zertifizieren lassen, nach den Standards von Malaysia beispielsweise. Aber ich möchte auch nicht mehr dazu sagen hier, weil das würde den Rahmen sprengen. Also für die, die sich für Halal interessieren, nächstes Jahr gibt es in Deutschland die erste große Halal-Messe in Hannover im März. Den Bogen zu... Genau, okay, ich wollte fragen, haben Sie noch eine Frage? Ja, also man kann natürlich nicht irgendwie beispielsweise auch im Bereich vegan ist, manche sagen vegan, wenn die Muslime... könnten sich doch vegan ernähren, ja, wenn sie Halal leben wollen. Das passt natürlich nicht zusammen, ja, weil vegan bedeutet auch Alkohol beispielsweise, kann drin enthalten sein, ist trotzdem vegan. Auch, ich würde auch nie ethische Mode mit Halal-Mode gleichsetzen, funktioniert nicht. Meine Frage an Sie wäre, was mich immer interessiert hat, wie viele Muslime, zum Beispiel in Deutschland, interessieren sich denn letztendlich für Modest Fashion? Ich habe keine Zahl darüber. Dankeschön. So, jetzt ich sammle. Jetzt habe ich gerade selbst vergessen, wo die Nummer 2 war. Hier, genau. Dankeschön. Ich wollte noch mal ganz kurz das Thema Umweltschutz und Umweltgerechtigkeit irgendwie ansprechen. Und ich frage mich da immer,
ich habe das Gefühl, es gibt zwei Ansätze. Eben einmal, dass man sagt, okay, man versucht, wie du es ja anscheinend machst, eben sozusagen nachhaltige Produkte auf den Markt zu bringen. Und das finde ich wahnsinnig schön, weil man dann eben auch neue Trends setzen kann und so weiter. Aber wäre nicht auch ein anderer Ansatz, einfach zu gucken, dass man den Konsum generell reduziert und die Ressourcen, die da sind, eben irgendwie nutzt und was gegen diese Wegwerfgesellschaft eben macht? Also sozusagen auch, ja, dass vielleicht dieser Trend der Modest Fashion versucht eben da ein bisschen anzukämpfen gegen dieses Bedürfnis, jeden Tag ein neues Outfit zu posten und einfach die Produktion an sich zu reduzieren. Dankeschön. Und noch die, Entschuldigung, dritte. Vielen Dank, ja. Es ist viel über Ausbeutung gesprochen worden und wie man das umgehen kann. Was aber überhaupt nicht im Blick genommen wurde, sind die Frauen in Bangladesch, die ausgebeutet werden, die oft streiken und tatsächlich auch einiges durchsetzen, so ist es nicht. Ja, das finde ich absolut wichtiger Aspekt, also Arbeitersolidarität weltweit, auch wenn die natürlich tausendmal besser sein könnte, als sie ist, aber dennoch, es gibt auch kämpferische Arbeiterinnen, die streiken zu Hunderttausenden zum Teil. Also das fehlt mir ein bisschen, also als Hebel gegen diese ganze Ungerechtigkeit. Dankeschön. Also ich nehme das, was der Herr hier rechts gesagt hat und fasse es zusammen. Es gibt eine große Debatte über, was ist Halal, auf verschiedenen Seiten. Aber die konkrete Frage war von ihm, wie viele Konsumentinnen, was weiß man über die Konsumentinnen in Deutschland von Modest Fashion? Jetzt, das ist die eine Frage. Und hier die Frage, gibt es noch Alternativen? Genau, und das war ja, und dann gibt es Solidaritäten zur Arbeiterinnenbewegung in Bangladesch als Beispiel. Also vielleicht, Naomi, magst du dazu was sagen, weil du hast es ja am Anfang auch kurz angesprochen, dass du dich eben auch mit bestimmten Modebereichen oder auch wie Primark auch dich damit beschäftigt hast und dass ja dann auch so der Ansporn kam, dich damit intensiver zu beschäftigen. Und das Thema hattest du ja auch in deiner Arbeit auch nochmal ausgearbeitet. Vielleicht kannst du das nochmal kurz aufgreifen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da noch viel ergänzen kann. Also wie ich vorhin gesagt habe, Ausgangslage für mich war diese Beschäftigung mit Rana Plaza, mit der Fabrik und des Weiteren natürlich auch mit anderen schrecklichen Ereignissen, die einfach die Folgen von Fast Fashion sind. Und deswegen mache ich ja das, was ich mache. Und was wisst ihr über die Konsumentinnen, also abgesehen von Erhebungszahlen, die ihr jetzt nicht selber erhoben habt, aber Stichwort Misan, waren sie gestern da? Ah, weil da hatten wir zum Beispiel die Zahl 3,6 Billiarden US-Dollar, hatte Rena Lewis vielleicht, also zum Thema Umsatzmarkt, das ist ein wachsender, riesiger Markt, den sich in der Zwischenzeit die großen globalen Unternehmen auch zu Herzen nehmen und deswegen ist ja auch hier im Museum angekommen ist. Also ich habe jetzt einfach mal das beantwortet. Aber gibt es noch was zu dem Thema Alternativen oder diesem Markt zu sagen? Sonst nur ganz kurz zum einen bezüglich des Begriffs Standardisierung und dergleichen ist mir ganz wichtig, immer hier zu betonen, gerade diese Ausstellung zeugt eigentlich von der Ambiguität, wenn es um Kleidung und Frauen, also um Kleidung und Frauen geht. Und das darf nicht genommen werden, indem man versucht, Standards zu setzen, weder in Nahrung noch und vor allem nicht in der Mode. Das heißt, Standards kann es in diesem Kontext sowieso nicht geben, noch gibt es in irgendeinem anderen Gebieten. Denn gerade da würden die meisten Theologinnen und Theologen aufschreien und sagen, genau das möchte man nicht. Man möchte eine Mehrdeutigkeit in den Quellen und deswegen ist eine Standardgebung gerade in diesem hiesigen Kontext überhaupt nicht möglich. Und vor allem, wenn wir nicht über Mode und Körper von Frauen sprechen und wie sie sich zu kleiden haben. Da wollen wir uns hoffentlich lange das beibehalten, dass wir hier auf gar keinen Fall Standards haben, gerade wenn es um Modest Fashion und Co. geht. So, ich mache das Angebot noch für eine kurze letzte Runde. Falls das Bedürfnis besteht. Oh, da meldet sich. Aha, ist das eine ernsthafte Meldung? Nein. Hallo, ich wollte mich nur bedanken für dieses tolle Podium und für eure Inhalte. Danke, dass ihr da wart. Und ich freue mich auch, nochmal mit euch ins Gespräch zu kommen, weil ich euch ja auch ein bisschen kenne. Und ja, es war sehr schön. Das sind doch schöne abschließende Worte. Bevor wir in die Pause gehen, was ich für mich mitnehme, ist
ein Punkt. Ich glaube, es braucht einen Begriff, um über etwas zu sprechen, um dann wieder mit vielleicht Begriffen zu brechen, wie wir das auch in anderen Begriffsdiskussionen machen. Okay, er möchte was sagen. Was möchtest du sagen? Och, Mausebär. Er hat gesagt, ich mag alle Muslimen. Ja. Okay, nochmal zum Thema. Wir brauchen Begriffe, um uns mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und hätten wir den Modest Fashion für ein Phänomen nicht, würden wir nicht hier sitzen, würden wir nicht über Mode sprechen. Und Modest Fashion, Mode für alle, ich glaube, das ist deutlich geworden, Mode für alle, um sozusagen dieses Bild von Intersektionalität, also den Positionen aller Marginalisierten, zu sprechen und alle Frauensternchen in den Blick zu nehmen. Und das ist ein Angebot. Und ich glaube, das wurde gut übergeleitet. Das ist nämlich das Thema nach der Mittagspause, Mode und Intersektionalität. Was das genau ist, klären wir dann.